Freitag, den 16. August, geht's endlich wieder los. Mit seinem Heimspiel gegen Hertha BSC läutet der FC Bayern München die mittlerweile 57. Bundesliga-Saison ein. Wer die Wartezeit bis zum Anstoß noch etwas überbrücken, dabei aber nicht auf die altbekannten Fußballsimulationen von EA oder Konami zurückgreifen möchte, für den haben wir in diesem Video einmal ein paar Alternativen für den PC parat. Seien wir doch mal ganz ehrlich. In Sachen Grafik und Gameplay werden es kleinere Indie-Titel wohl nie mit den großen Namen wie FIFA oder Pro Evo Soccer aufnehmen können. Die Entwickler von Batobi Game Studio haben aber dennoch einen guten Weg gefunden, ihr Spiel durchaus ansprechend zu gestalten. Pixel Cup Soccer 2017 bietet euch nämlich genau das, was der Titel verspricht. Verschiedenste Fußballpokalwettbewerbe, die ihr in charmantem Retro-Stil angehen könnt. Mit dabei sind unter anderem die Welt- sowie Europameisterschaft, aber auch die Olympischen Spiele, sowohl der Herren als auch der Frauen. Zudem gibt's einen unterhaltsamen Elfermodus. Gut, das Pixelgebolze ist vielleicht nicht sonderlich anspruchsvoll oder präzise. Zudem sind einige Controller-Tasten doppelt belegt, sodass ihr versehentlich schießt, statt den Spieler zu wechseln. Insgesamt ist Pixel Cup Soccer 2017 aber dennoch ein nettes Arcade-Erlebnis für zwischendurch. Auch dank des 16-Bit-Soundtracks oder lokalem Mehrspielermodus. Schade nur, dass das letzte Update gut 2 Jahre her ist. Sonst wäre hier wohl noch mehr drin gewesen. Wie besiegt man eine Horde Aliens, wenn sie die Erde angreift? Richtig, natürlich mit einem Fußballspiel. Das haben auch die Entwickler von Lion's Shade begriffen. Als die Welt in ihrem Indie-Titel Crazy Soccer Football Stars also Besuch von kleinen grünen Männchen bekommt, zieht ihr euch euren Trainingsanzug an, hängt die Trillerpfeife um und blast zum Angriff. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn da die Regeln der FIFA für Außerirdische natürlich nicht gelten, müsst ihr in den diversen 7 gegen 7 Matches größere Geschütze auffahren, etwa Minen, Kanonen oder Kampfflugzeuge. Mit denen versucht ihr, von außen Einfluss auf den Verlauf der Partie zu nehmen und euren automatisch agierenden Spielern unter die Arme zu greifen. Eine ausgefallene Idee, die dank des funkigen Soundtracks und der netten 2D-Pappaufstelleroptik eurer Akteure nochmal zusätzlichen Charme erhält. Wenn ihr also Bock auf den unrealistischsten Fußballmanager aller Zeiten habt, wie die Entwickler ihr Werk selbst anpreisen, dann schaut gerne einmal rein. Super Arcade Football bietet euch Fußball in Reinkultur. Hier geht es nicht darum, dem Gegner Knoten in die Beine zu spielen oder gar grazile Kombinationen auf den Rasen zu zaubern. Im Mittelpunkt steht einfach nur das Treten, wahlweise von Ball oder Gegenspieler. Entsprechend stehen euch auch nur 3 Aktionen zur Auswahl: Grätschen, Passen und Schießen. Und diese wurden dann auch nur auf gerade einmal 2 Knöpfe verteilt. Mag jetzt erstmal nicht sonderlich komplex klingen. Und der minimalistische Look haut einen auch nicht direkt vom Hocker. Dafür bietet der Titel aber jede Menge rasante, raubeinige Rasen-Action und diverse skurrile Zusatzmodi. Mit Power-Ups, einem zugefrorenen, spiegelglatten Spielfeld oder Spielern in Sorb-Bällen. Wer sich ein Sensible Soccer aus Amiga-Zeiten zurückwünscht, ist hier an der richtigen Adresse. Dass Fußball taktische Finesse erfordert, ist wohl den meisten bekannt. Schließlich geht es Woche für Woche darum, sich perfekt auf den Gegner einzustellen. Football Tactics and Glory setzt dem Ganzen aber noch einmal die Spitze auf. Hier wird der deutsche Volkssport nämlich gleich als rundenbasiertes Strategiespiel inszeniert. Gut, das mag jetzt zunächst einmal etwas seltsam klingen und den einen oder anderen Spieler abschrecken. Tatsächlich geht das Konzept aber sehr gut auf und macht ordentlich Laune. Pro Zug stehen euch 3 Aktionen zur Verfügung. Diese werden verbraucht, wenn ihr euch bewegt, passt, tackelt, dribbelt oder schießt. Über Erfolg und Misserfolg einer Aktion entscheiden dabei die statistischen Werte eurer Akteure. Übersteigt der Schießenskill eures Stürmers den Defensivewert des gegnerischen Verteidigers, zappelt der Ball im Netz. Das System ist eingängig und wurde gekonnt mit ein paar Management-Aspekten ergänzt. So müsst ihr nebenher noch das Stadion ausbauen, Spieler trainieren und Sponsorendeals abschließen. Das hat zwar nicht die Tiefe eines Football-Managers, macht aber dennoch Spaß. Ladet euch also ruhig zumindest mal die kostenlose Demo runter.
Bock auf eine Runde Fußball, aber Realismus ist nicht so euer Ding? Dann probiert doch mal Copanito All-Star Soccer. Hier tretet ihr, wahlweise allein oder im lokalen Koop, mit einer Reihe Torfnasen in verschiedenen Turnieren an. Etwa in der Europa-, Welt- oder Asienmeisterschaft. Die Regeln dabei sind recht simpel. Ein Spiel dauert 90 Minuten und wer am Ende mehr Tore geschossen hat, gewinnt. Soweit, so bekannt. Spannend wird der Indie-Titel erst durch seine einzigartigen Ideen. Es können beispielsweise nur Spieler ohne Ball sprinten, Schüsse könnt ihr mit Hilfe der Schultertasten Effet verpassen und dank fehlender Schiedsrichter dürft ihr umgrätschen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Die größte Besonderheit sind jedoch die Supermoves. Diese umfassen unter anderem Ballmagneten, Eisstrahlen und riesige Ventilatoren, mit denen ihr eurem Gegenüber das Leben schwer macht. Abgerundet wird das Gesamtbild durch jede Menge Witz und Charme. Ihr dürft beispielsweise mit einem Team aus Zombies die Weltmeisterschaft gewinnen oder im Hallenmodus lustig drauf losbolzen. Das Runde muss ins Eckige. Diese uralte Fußballweisheit gilt auch in Videoball. Was den Rest betrifft, gehen die Entwickler von Action Button das Thema aber mal etwas freier an. So lassen sie etwa zusätzlich noch Elemente aus American Football und dem Shooter-Genre mit einfließen. Und statt menschlicher Spieler kontrolliert ihr nur ein kleines agiles Dreieck. Das Ergebnis? Ein minimalistischer, aber unglaublich spaßiger Arcade-Titel für Groß und Klein, der mit einem eingängigen Prinzip und intuitiver Steuerung überzeugt. Ihr kontrolliert eure Spielfigur mit Stick- oder Pfeiltasten und verschießt auf Knopfdruck kleine Dreiecke, mit denen ihr wiederum einen Ball in die gegnerische Endzone transportieren müsst. Je länger ihr die Taste drückt, desto heftiger der Schuss. Diese simple Idee gibt es dann noch in zahllosen, aberwitzigen Variationen. Zu viert oder zu sechst, mit mehreren Bällen, oft mehr als 10 unterschiedlichen Karten, lokal oder online und in allen farblichen Abwandlungen. Obendrauf gibt's noch einen stimmungsvollen Soundtrack und individuell anpassbare Regeln. So bietet Videoball einen Riesenspaß, besonders zusammen mit Freunden. Everybody wins. It's Videoball. Und zu guter Letzt ein Spiel, das die bierernsten Fußballfans vielleicht nicht ganz so ansprechen dürfte. Schließlich wurde Behold the Kickman von einem Mann entwickelt, der offenkundig gar nichts von der Thematik versteht und sich stattdessen einfach nur einen Witz erlauben wollte. Das merkt man dem Titel auch zu jeder Sekunde an. Hier geht es nur darum, das wunderschöne Spiel ins Lächerliche zu ziehen. Die Premier League ist die niedrigste Spielklasse Englands, die Abseitsregel schlägt immer willkürlich und mit einem rot blinkenden Alarmbildschirm zu, der Platz ist rund und Tore geben mehr Punkte, wenn ihr sie aus weiterer Entfernung erzielt. Hier mag so wirklich gar nichts stimmen. Unterhaltsam ist es aber trotzdem, wenn man den nötigen Humor mitbringt und darüber hinwegsehen kann, dass der Titel spielerisch sonst nicht allzu viel hergibt. Und? War für euch ein interessanter Fußballtitel dabei? Oder wartet ihr doch lieber auf die neuen Teile von PES und FIFA im kommenden September? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Für die volle Dosis Sport schaut auch gerne mal unser Testvideo zum Madden NFL 20 an. Und lasst uns gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat.